herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Ja, und so schnell kann man am Zielort sein und die Zielperson nicht finden. Moment, die sind da oben. Wenn man nur mal eben durch eine Tür durchtritt. Nein, Laurel. Erzdruidin Orlight verlangte auch den Naturgeist. Wir müssen Free finden und beschützen. Aber Stefan ist in Gefahr. Ich muss... Was ist das? Der Feuersangberg regt sich. Erzdruidin Orlight und ihr Zirkel missachten ihre Pflichten. Erst Tuin und dann das Drauife Grüntal. Mein Zirkel ist stolz darauf, das zu schützen, was wir lieben. Der Krieg ist nach Galen gekommen. Doch wir haben kaum noch Krieger, um seine Schlachten zu schlagen. Wie konnte Erzdruidin Orlight sich gegen ihre eigenen Leute auf die Seite der Piraten stellen? Graf Monarch schickt mich, um nachzufragen, ob ihr eine Ahnung habt, wo der Feuersang Sir Stefan festhalten könnte. Wollt ihr damit andeuten, die Ahngezeiten könnten etwas mit dem Verrat des Feuersangs zu tun haben, Außenseiterin? Nein, doch wenn ihr etwas wisst, was helfen könnte, Sir Stefan zu finden, müsst ihr es mir sagen. Eine unserer Druidinnen wurde beim Angriff auf Tuin gefangen genommen. Ich habe Späher entsandt, die überall nach ihr suchen sollen. Und sie haben die grauen Segel im Castel Tonnerre aufgespürt. Es ist eine verfallene Feste an der Nordwestküste von Galen. Was erzählt ihr mir nicht, Erzdruide? Die Feste wurde auf einem alten Ahngezeitendorf errichtet. Eine Höhle am Fuß der Klippe führt in den Kerker des Kastells. Ich glaube, dort halten sie Druidin Niraya fest. Genau wie Sir Stefan. Und ich ließ Niraya unseren Samen dort verstecken, bevor die Feste eingenommen wurde. Ich werde versuchen, sie alle zu retten. Druidin Niraya, den heiligen Samen und Sir Stefan. Ich vertraue auf euch, Außenseiterin. Rettet Druidin Niraya und haltet Erzdruidin Orlight fern vom heiligen Samen. Wenn euch dies gelingt, wird euch der Ahngezeitenzirkel das nicht vergessen. Denkt daran, Castel Tonnerre an der Nordwestküste. Wo genau hat Druidin Niraya den Ahngezeitensamen versteckt? Ich weiß es nicht. Ich hatte keine Gelegenheit, mit ihr zu sprechen, nachdem sie vom Castel Tonnerre zurückkehrte. Und dann wurde unser Dorf angegriffen. Doch ich kenne Niraya. Sie tat, worum ich sie gebeten hatte. Da bin ich mir sicher. Ich erinnere mich an Druidin Niraya aus der Sonnenkluftgrotte. Meeresfürst Nalos wollte, dass sie ihn zu etwas führt. Zum heiligen Samen. Er ist das Relikt, das sie suchen. Ich weiß, wie ihr den Druiden in unserem Dorf geholfen habt. Niraya wird sich wehren, doch Meeresfürst Nalos wird sie irgendwann brechen. Ich würde mich euch anschließen, Festländerin. Aber meine Verletzungen würden euch nur verlangsamen. Was könnt ihr mir über das Castel Tonnerre erzählen? Vor langer Zeit entschied ein bretonischer Münzbaron, dass ihm der Ort gefiel. Er baute eine Feste auf ein uraltes Ahngezeitendorf. Meinen Leuten fehlte die Stärke, ihn aufzuhalten. Doch wir haben diese Schmach nie vergessen. Was wurde aus dem Münzbaron? Einige Jahre später fand ein Ahngezeiten-Druide den Höhlengang, von dem ich euch erzählte. Er tötete den Münzbaron in seinem Schlafgemach. Das gleiche widerfuhr dem nächsten Fürsten, der das Kastell beanspruchte. Der Ort wurde aufgegeben und begann zu verfallen. Laurel gibt sich die Schuld für Stefans Gefangennahme. Er steht ihr nahe. Und mir. Ich habe ihn unterwiesen, als er noch jung war. Vielen Dank, dass ihr uns beim Drauife verteidigt habt. Ich wünschte nur, wir hätten alle Erzdruiden retten können und nicht nur Ellig und mich. Erzdruide Ellig meint, Sir Stefan sei im Castel Tonnerre und der Ahngezeitensamen ist auch dort. Das Vertrauen der Ahngezeiten verdient man sich nicht leicht. Ellig würde das Versteck ihres Samens nicht offenbaren, wenn er nicht wirklich denken würde, dass ihr Sir Stefan im Kastell findet.
Also werdet ihr tatsächlich versuchen, Sir Stefan zu retten und den angezeigten Samen zu bergen? Wie geht es euch nach dem Angriff auf das Drauife Waldtal? Nett, dass man einfach die Frage übergeht. Dank euch und Dulef ist mir nichts geschehen. Die anderen Erzdruiden hatten nicht so viel Glück. Doch wir haben unseren heiligen Samen an einen neuen Ort gebracht, den nur wenige der Steinlehre kennen. Und ich schicke Laurel, um für Fries Sicherheit zu sorgen. Ich bete, dass das reicht. Warum macht Erzdruidin Orlight all dies? Erzdruidin Orlight glaubt an eine wörtliche Auslegung des Traums von Kasorein. Sie sieht die Zeichen der Zeit als Beweis dafür, dass uns die Erfüllung der Prophezeiung bevorsteht. Deshalb versucht sie, alle drei heiligen Samen zu sammeln. Und deshalb will sie Free. Und ihr glaubt nicht an diese Deutung? Der Feuersangberg ist in jüngster Zeit sicherlich aktiver geworden. Doch Free ist erst durch die Taten des Feuersangzirkels erwacht. Kann man das Eintreten einer Prophezeiung erzwingen? Trotzdem habe ich das schreckliche Gefühl, dass Orlight etwas weiß, was wir nicht wissen. Das macht mir Sorgen. Also gemäß dem Fall von Harry Potter, wo er und andere natürlich angegriffen worden sind, nur durch Voldemort, würde ich sagen, ja, man kann irgendwie das Eintreten einer sogenannten Prophezeiung dadurch erzwingen, dass man genau das tut, was man laut Prophezeiung wahrscheinlich tun würde, oder nicht laut Prophezeiung, aber was halt Voraussetzung ist, um damit dann eben diese Prophezeiung unbewusst zu erzwingen. Ich denke, ihr versteht, was ich meine. Erzählt mir vom Feuersangberg. Der Feuersangberg erhebt sich über Yphelon, doch seine Wurzeln erstrecken sich über den gesamten Archipel. Er schenkt den Inseln ihre heißen Quellen und Dampfschlote. Meist sind diese nur Kuriositäten und nicht besonders gefährlich. Doch die jüngsten Aktivitäten sind besorgniserregend. Yphelon ist die Feuersanginsel, oder? Die Insel ist allen Druiden heilig, aber ja, dem Feuersang dient sie als Heimat. Zu den uralten Pflichten des Zirkels gehört die Beruhigung des Vulkangeists, wenn er unruhig wird. Doch der Berg wird immer wütender. Ich frage mich, ob der Feuersang ihn im Zaum halten kann. Oder ob er das überhaupt noch will. Wird der Feuersangberg ausbrechen? Der Vulkan bricht bereits aus. Aus lange ruhenden Lavaschloten auf Galen und Hochinsel fließt wieder geschmolzenes Magma. Der letzte Ausbruch des Vulkans hinterließ schreckliche Schäden auf den Inseln. Tausende kamen ums Leben. Ich bete, dass es nicht wieder so schlimm wird. Ich wünschte, ich könnte mit euch gehen. Doch Erzdruide Raval hat recht. Die Feuersangdruiden durchkämmen wohl ganz Galen nach Free. Sehr vertraut mir. Ich muss Free schützen. Bitte, meine Freundin, rettet Stefan. Nun gut, geht zum Castel Tonnea. Da werden wir uns jetzt mal hin aufmachen. Hier oben ist das, genau. Hier oben links in der Nähe vom Wegschrein Yphris. Nee, der Wegschrein von Yphris Fahrt. So. Dauert noch ein bisschen, weil ich hier so gar nichts freigeschaltet habe. Deswegen sehen wir uns gleich am Zielort wieder. Ja. So. Da. Wir sehen uns wieder, Söldnerin. Damit war zu rechnen. Wenn ihr einfach zum Haupttor gehen und anklopfen wollt, dann lasst mich euch gleich hier aufhalten. Die Ruinen sind voller Graunsegel. So werdet ihr nicht reinkommen. Meeresfürst Nalos scheint seine Truppen für etwas Großes zu sammeln. Spioniert ihr die Graunsegel aus? Meeresfürst Nalos hat 3 Mitglieder meiner Mannschaft eingesperrt. Ich werde sie befreien und den Bastard umbringen. Leider sind die Graunsegel in größerer Zahl hier als gedacht. Da frage ich mich, wie ihr das Gräflein, das sie auch da drin festhalten, retten wollt. Ihr seid sicher, dass sie Sir Stefan in der Feste ist?
Ich habe Nalos und einige Feuersang-Druiden mit einem gefangenen Adligen in Monarfarben eintreffen sehen. Die Druiden gingen kurz darauf wieder, doch ihre Gefangenen blieben hier. Nun seid ihr erschienen. Da ist es nicht schwer, Wind und Wellen zusammenzubringen. Also, was ist euer Plan? Erzdruide Elik hat mir von einem geheimen Eingang zu den Verliesen erzählt. Ich schleiche mich hinein. Ein wagemutiger Rettungsversuch? Perfekt. Das ist genau die Ablenkung, die ich brauche. Das sollte mir Gelegenheit geben, meine Mannschaft zu finden und Meeresfürst Nalos zu stellen. Folgt eurem Geheimpfad. Ich finde einen anderen Weg hinein. Wir erwischen sie von zwei Seiten. Nun gut, vielleicht sehen wir uns drinnen. Wenn ihr auf dem Weg zum Kerker seid, erklimme ich die Mauern, während ihr dort unten Aufsehen erregt. Sobald ich meine Mannschaft befreit habe, versuche ich, diese Seeschlange Nalos zu finden. Wisst ihr, das könnte sogar klappen. Aber ich wollte mich doch reinschleichen. Ich wollte ja gar kein Aufsehen erregen. Erzählt mir von eurer Blutfehde gegen Meeresfürst Nalos. Er ist ein Verräter und Mörder. Die Goldklingen führten einmal die grauen Segelflotte an. Wir waren König Orgnum und der pyrandonesischen Armada treu ergeben. Doch Nalos war damit nicht zufrieden. Er forderte meinen Bruder Sireasa heraus, um die Führung zu übernehmen. Was ist geschehen? Nalos gewann. Dank einer vergifteten Klinge. Dann versprach er den grauen Segeln gewaltige Reichtümer, wenn sie ihre Eide gegenüber König Orgnum brechen und ihm ins Exil folgen. Ein Feigling und Verräter. Er wird tot zu meinen Füßen liegen. Ich schwöre es. Und ich frage mich die ganze Zeit, ob das eine Synchronstimme von Summersend gewesen ist. Habt ihr gefangene Ahngezeiten-Druiden hier gesehen? Gesehen? Nein. Doch ich belauschte einige Wachen, die über eine Druidin sprachen, die irgendwo im Kastell festgehalten wird. Vielleicht ein und dieselbe, die Nalos aus der Sonnenkluftgrotte verschleppt hat. Aha. Ihr meint, dass das Relikt, das er sucht, auch hier sein könnte. Das kann ich nicht sicher sagen. Dann bewahrt eure kleinen Geheimnisse. Ich habe kein Interesse an Druiden oder ihren heiligen Relikten. Doch wenn ich etwas finde, was ihnen gehört, übergebe ich es gern euch. Für einen angemessenen Finderlohn natürlich. Ihr sagtet, dass Meeresfürst Nalos etwas Großes plant? Viele der Mannschaften, die ich hier gesehen habe, sind neu bei der Grauen Segelflotte. Ich glaube, Meeresfürst Nalos heuert wirklich jeden mordlüsternen, beutegierigen Haufen Abschaum an, den er finden kann. Ich frage mich, was er ihnen im Gegenzug bietet. Was ist denn das Ziel von Meeresfürst Nalos? Piraten schließen sich nicht zu gewaltigen Flotten zusammen, wenn der Meeresfürst nicht plant, einen großen, gut verteidigten Hafen zu überfallen. Der einzige Hafen dieser Art auf Galen ist Vastyr. Die Frage ist nur, wann und wie Nalos seinen Angriff beginnen wird. Okay, also, wir werden uns jetzt irgendwo hier in der Ecke reinschleichen. Was doch ein bisschen weiter weg ist, als ich vermutet hatte anhand der Karte. Such den Höhleneingang. Ja, ich versuch's doch gerade. Aber ich komme hier gerade irgendwie nicht den Berg runter. Höhleneingang, Höhleneingang. Habe ich nicht gefunden, aber dafür eine Muschel. So, damit dann auch den Höhleneingang. Sehr schön. Hier. So, Moment. In die Richtung müssen wir. Okay, hier ist noch... Die Ahngezeiten-Druiden gab nach, wie ich erwartet hatte. Ja, Meeresfürst. Sind wir fertig hier? Haltet sie am Leben, bis wir das Relikt in Händen halten. Ich wollte mich gerade... Also ich wollte gerade versuchen, da durchzuschleichen. Und dann auf einmal fängt der da an zu reden. Das finde ich nicht nett. Nein, ich mag dich nicht. Du bist hässlich. Oh, ich hätte nicht beleidigen sollen, glaube ich. Jetzt kommt seine ganze Mannschaft. Nalos, ich hole mir euren Kopf. Ich habe neulich einen Ornauk eine ganze Krabbe fressen sehen. Freunde, hier! Ihr seid ein willkommener Anblick. Ja, aber ich kann leider nicht mit dir reden. Was ist mit dir? Haust du ab? So, jetzt.
beim Grün. Wie habt ihr mich gefunden, meine Freundin? Nein, das ist jetzt nicht wichtig. Ich bin nur froh, dass ihr hier seid. Ihr kommt genau rechtzeitig. Ich bin nicht sicher, ob ich noch eine Folterung des Wärters ertragen hätte. Sie folterten euch? Die Verhörmethoden der Grauensegel sind nicht subtil. Sie wollten von mir Informationen über Vastyr. Die Verteidigung, seine Schwächen, solche Dinge. Meeresfürst Nalos hat offensichtlich mehr für Galen vorgesehen als den Handel, den er mit dem Feuersang eingegangen ist. Wie hole ich euch aus dieser Zelle heraus? Nicht ohne weiteres. Dieses Schloss hat eine Art arkane Verstärkung. Ihr werdet es nicht knacken können. Wir brauchen den Schlüssel des Wärters. Er ist ein furchterregender Schläger, den sie Goriath nennen. Seine Gemächer sind auf der anderen Seite der Halle im Osten. Zumindest kommt er von dort und geht dorthin. Er trägt den Schlüssel bei sich? Möglicherweise. Oder er bewahrt ihn irgendwo in seinen Gemächern auf. Holt den Schlüssel auf beliebigem Weg. Doch ich werde keine Träne vergießen, wenn ihr Goriath tötet. Okay. Jetzt muss ich erstmal gucken. Moment, das ist in die andere Richtung. Wo geht's denn? Ach, da geht's durch. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, wir laufen jetzt zu den Gemächern rüber. Oh, nervt mich doch nicht. Okay, nicht zu den Gemächern. Ratten schleichen durch unsere Schatten. Ich zerhacke euch und verfüttere euch an. Naja. Hallo? Ich will nicht den Schreibtisch durchsuchen, ich will den Schlüssel haben. Hallo? Okay, also man muss unten die Kante, die Schublade anvisieren, damit man oben den Schlüssel holen kann. Gut, wir wissen Bescheid. Das versteinerte Gelege kann ersperrt werden. Okay. Ich bekomme hier mal wieder wesentlich mehr Spuren als mit meinem privaten Account, wie immer. Hier durch. Ihr seid zurück. Ja. Mit dem Schlüssel, hoffe ich. Ja. Und mit einer Menge Leute, die mich gerade am Nerven sind. Wer will denn hier schon wieder nicht abhauen? Ich bin eigentlich mit Funke beschäftigt, aber das dauert mir ja zu lange. So. Vielen Dank. Jetzt lasst uns ohne Gitter zwischen uns sprechen. Oh, es fühlt sich gut an, aus der Zelle heraus zu sein. Ich habe vorhin einige Aufregung gehört. Etwas von wegen Köpfen und Verrätern und Königen. War das euer Werk? Captain Sierra Wen ist hier. Sie stellt Meeresfürst Nalos nach, während ich euch rette. Die Meereselfin, die andere ihrer Art jagt? Bannerträger Korrig hat mir von der Sonnenkluftbucht erzählt. Eine ungewöhnliche Verbündete. Ich will nichts verkomplizieren, doch es gibt noch eine andere Gefangene. Eine Ahngezeiten-Druide namens Niraya. Wir müssen sie auch retten. Erzdruide Ellig trug Niraya auf, den Ahngezeiten-Samen in diesen Ruinen zu verstecken. Natürlich, das erklärt so viel. Meeresfürst Nalos will den Samen für den Feuersang beschaffen. Selbstverständlich können wir ihn ihm nicht überlassen. Genauso wenig, wie wir Niraya der Grausamkeit der Grauensegel überlassen können. Sie haben sie stundenlang verhört. Ich habe Meeresfürst Nalos belauscht. Er hat erfahren, wo der Samen versteckt ist. Dann müssen wir Niraya retten und sie dazu bringen, uns zu sagen, wo der Samen ist. Wir müssen ihn bergen, bevor Meeresfürst Nalos ihn erlangt. Kommt, meine Freundin. Die Verhörkammer ist hinter der Tür im Norden. Na gut, dann mal los. Und hoffentlich auch schnell, weil ich muss zugeben, dass ich gerade ein bisschen unter Zeitdruck stehe. Ich hätte nicht gedacht, dass diese Story jetzt hier noch so lange dauert. Was auch ein Grund ist, weshalb ich hier durchlaufen möchte. Naja, das und weil ich halt immer durchlaufe. So, das nehmen wir noch schnell mit. Ah ja, natürlich. Oh, komm. Muss ich nach unten laufen, um den zu dingsen? Hallo? Niraya, ich befreie euch. Haltet durch. Der Samen. Sie wollen den angezeigten Samen. Wissen wir.
Wohin müssen wir? Leute, ich muss mit ihr sprechen. Ich habe nicht so viel Zeit. Ich muss gleich los. Ihr und Sir Stefan kommt zu spät. Ich war schwach. Ich habe den grauen Segeln von jenem Geheimnis meines Zirkels erzählt, das am besten gehütet wird. Lasst mich zurück und haltet sie auf, bevor sie mit dem angezeigten Relikt entkommen. Erzdruide Elek bat mich, euch zu finden und den Ahngezeitensamen zu bergen. Der Erzdruide hat euch geschickt? Dann gibt es vielleicht noch Hoffnung. Ich habe den Samen in einem uralten Ahngezeitenschrein unter dem Kastell versteckt. Doch Meeresfürst Nalos zwang mich, ihm zu sagen, wo man ihn findet. Wenn ich nur ein bisschen stärker gewesen wäre. Wir können Meeresfürst Nalos noch aufhalten. Wo ist der Schrein? Es gibt einen uralten Baum im oberen Innenhof des Kastells. Das Tor zum Schrein liegt verborgen zwischen seinen Wurzeln. Kapitän Uldis ist gerade auf dem Weg dorthin. Bitte, lass die Meereselfen nicht mit dem heiligen Samen entkommen. Ich werde den Schrein finden und den Ahnengezeiten Samen bergen. Geht vor, Festländerin. Es sucht nach einem uralten Baum im oberen Innenhof. Ich muss nur kurz zu Atem kommen und dann folge ich euch umgehend. Und ich habe keine Zeit für weitere Fragen. Erzählt mir mehr über den Ahngezeitenschrein. Diese alte Feste steht auf einer unberührten Höhle, die von allen außer den Druiden meines Zirkels vergessen wurde. Nachdem die Fürsten von Turniere ihr Kastell aufgaben, nahmen wir die Nutzung unseres uralten Schreins wieder auf. Er dient als geheimer Treffpunkt und als Zuflucht, wenn es nötig wird. Warum habt ihr den heiligen Samen hier verborgen? Als Erzdruidin Orlight unseren Samen verlangte, entschieden wir, dass er in Tuin nicht mehr sicher war. Elek sagte mir, ich soll den Samen bergen und verstecken. Dies war der geheimste Ort, der mir einfiel. Ich dachte aber nicht, dass die grauen Segel herkommen würden. Habt ihr noch andere Gefangene hier gesehen? Ja. Es gibt Meereselfen, die oben im Kastell festgehalten werden. Verräter oder Ausgestoßene ihrer Art, denke ich. Ich habe sie ein, zwei Male gesehen, als sie zum Verhör gebracht wurden. Doch ich hatte keine Gelegenheit, mit ihnen zu sprechen. Wisst ihr, wo sie sind? Meeresfürst Nalos hielt mich in den Verliesen gefangen. Ich bin mir sicher, er hält die Meereselfen nicht dort unten fest. Also müssen sie anderswo im Kastell sein. Vielleicht in einem der alten Türme. Ich bleibe bei Niraya. Macht ihr währenddessen den Weg frei. Genau, machen wir. Guter Vorschlag, wollte ich auch vorschlagen. Dann weiter. Es tut mir wirklich leid, dass ich jetzt gerade so ein bisschen hetzen muss, aber ich habe nicht mehr allzu viel Zeit und da muss ich wieder zur Schule meine Tochter abholen. Und ja, wie gesagt, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das jetzt so lange dauert hier. Ich dachte, 40, 45 Minuten sollten eigentlich reichen, um eine Folge aufzunehmen. Wie man sich doch irren kann. Söldnerin, hier oben! Kapitän Uldis hat den nächsten Innenhof betreten. Kapitän Uldis muss drinnen sein. Vorsicht, meine Freunde. Wir folgen euch so gut wir können. Achtung, hinter euch sind Feinde! Dreht euch doch mal um! So, weiter geht's. Immer laufe ich hier gegen irgendjemanden. Och, nee, komm, jetzt fangt mir hier nicht auch noch mit Stunnen an. Dafür habe ich jetzt keine Zeit. Was möchte sie nicht hinterrücks? Überrascht werden oder so? Alter, nein! Wie oft muss man eigentlich hier mit dem Unterbrecher auf die schießen, damit die tatsächlich unterbrochen werden? Oh, jetzt aber. Ich hatte mehr erwartet, Festländerin. Macht nichts, kommt noch mehr. Ihr könnt nicht. War das mehr genug? Dankeschön. Wir gehen den grauen Segeln durch den Hinterausgang. Den Samen, was wie wo? Bringt den Samen nach Vastyr. Er wird dort sicher sein. Ich komme hier nicht hoch. Moment. Muss ich hier drüber hüpfen? Ach so, da unten war eine Treppe. Okay. Ich habe nichts gesagt und behaupte das Gegenteil. Pass auf, hinter uns!
Oh, was denn jetzt schon wieder? Ach so. Ich bin Kapitän Siravan von den Goldklingen. Meeresfürst Nalos ist entkommen. Verflucht seien seine Augen. Ich habe zwei Dinge erfahren, die ihr wissen solltet. Der Feuersang sucht auch nach dem steinleeren Relikt. Und Nalos plant, Bastyr bald anzugreifen. Ich weiß die Warnung zu schätzen. Sprechen wir draußen weiter. Nein, sprechen wir gar nicht weiter. Ich muss die Folge beenden. Ah Gott, dann kommt doch endlich mit raus. Ich komme hier überhaupt gar nicht zum Ausgang. Wie lang geht denn hier dieser Weg? Ah, hier. Da unten. Denkt an meine Warnung. Die Graunsegel wollen sich was Tür holen. Nun, mein Plan wäre beinahe aufgegangen. Und ihr habt euren Teil getan. Ihr habt sogar das Gräflein und die Druidin gerettet, wie ich sehe. Meeresfürst Nalos mag meiner Klinge entkommen sein, doch ich habe meine Mannschaft zurück. Besser als ein Leck im Laderaum, schätze ich. Könnt ihr uns sonst noch etwas über Meeresfürst Nalos und seinen Plan für den Angriff auf Vastyr erzählen? Es gibt nichts mehr zu erzählen. Er hat eine gewaltige Flotte und wird direkt nach Vastyr segeln. Er wartet nur darauf, dass der Feuersang ihm Unterstützung bietet. Dies wird aber erst passieren, sobald er das steinleere Relikt hat. Zumindest hat Nalos das angedeutet. Und was werdet ihr machen? Mehr von den Goldklingen versammeln, wo auch immer Nalos sie festhält. Dann warten wir auf eine weitere Gelegenheit, den Bastard zu töten. Wer weiß, vielleicht komme ich nach Vastyr, weil ich weiß, dass Nalos dort sein wird. Solange wir einen gemeinsamen Feind haben, bin ich auf eurer Seite. Mhm. Danke, dass ihr uns gewarnt habt. Solltet ihr das Relikt nicht an einen sicheren Ort bringen? Alle scheinen recht besorgt, wegen dieses albernen alten Dings zu sein. Habt ihr eine Ahnung, was Meeresfürst Nalos in Vastyr will? Es ist der reichste Hafen auf Galen, voll mit Beute. Jeder Piratenfürst würde ihn gern plündern, wenn er denken würde, dass er eine Chance hat. Mit der Macht des Feuersangs auf seiner Seite meint Meeresfürst Nalos erfolgreich sein zu können. Er strebt auch nach Höherem. Nach Höherem? Nalos will König werden. Sobald er Vastyr eingenommen hat, plant er es zu seinem Thronsitz zu machen. Ein großer Hafen mit robuster Verteidigung würde ihm ein eigenes Inselkönigreich gewähren. Und die Macht, sich König Orgnum und allen Flotten Pyanduneas zu widersetzen. Warum widersetzt sich Meeresfürst Nalos seinem König? Weil er ein untreuer Bastard ist. Die Kriegsschiffe und Krieger, die Meeresfürst Nalos einsetzen will, um seine eigenen Bestrebungen zu fördern, gehören König Orgnum. Sie zu befehligen, steht ihm nicht zu, noch sollte Galen von ihm regiert sein. Ich bin hier, um die Gerechtigkeit des Königs zu vollstrecken. Wo ist der Rest der Goldklingen? Was? Ihr meint, ich brauche noch mehr als diese beiden? Nun, ihr irrt euch nicht. Diese beiden sind meine Offiziere. Veloran? Erster Mat der verrückten Jungfer und Kovacs, unser Quartiermeister. Meeresfürst Nalos hat sie eingesperrt, weil sie mir treu blieben. Und was ist mit dem Rest der Goldklingen? Sie sind über die Graunsegelflotte verstreut und dazu gezwungen, Nalos zu gehorchen, weil sie denken, ich hätte sie verlassen. Doch sobald sich herumspricht, dass ich bereit bin, Meeresfürst Nalos herauszufordern, kehren sie an meine Seite zurück. Dann wird die verrückte Jungfer wieder in See stechen. Ich mag den Namen irgendwie. Sprecht mit Erzdruide. Achso, der ist gar nicht hier. Sag mir das doch einer. Moment, wo muss ich denn dann hin? Wieder zurück. Okay, gut. Dann sehen wir uns jetzt gleich in... Wie heißt es denn jetzt? In Vastyr wieder. Bis gleich. So, jetzt muss ich mal eben schauen. Moment, wir müssen in diese Richtung... Der ist wahrscheinlich da, wo sie gewesen ist. Nur das Aroma, Leute. Das ist ja, der ist irgendwo hier oben. Hier. Festländerin, kommt! Sagt mir, was im Castel Tonnerre geschehen ist. Niraya erzählte mir, ihr hättet sie vor den grauen Segeln am Castel Tonnerre gerettet. Und dass ihr auch den heiligen Samen unseres Zirkels zurückgeholt habt. Stimmt das? Ja, hier ist euer heiliger Samen. Ich kann es kaum glauben. Zu viele Ahngezeiten sind dem Verrat des Feuersangs und den Klingen der Grauensegel zum Opfer gefallen. Ich war mir sicher, wir hätten unseren heiligen Samen verloren. Ich werde ihn fürs Erste aufbewahren. Wenn Erzdruidin Orlight den Samen will,
wird sie ihn mir aus den toten Händen reißen müssen. Die grauen Segel planen, Vastyr anzugreifen. Der Samen könnte hier nicht sicher sein. Dann werden wir ihnen einen Kampf liefern. Die bretonischen Fürsten und ich haben unsere Differenzen. Doch sie errichten mächtige Mauern. Die Angezeiten werden helfen, sie zu verteidigen. Ihr habt mein Wort. Oh, der junge Sir Stefan möchte mit euch sprechen. Er sagte, man findet ihn im Castel Mornar. Ich suche Sir Stefan auf. Graf Mornar und sein Sohn schmieden im Thronsaal Pläne. Und Sir Stefan möchte euch dabei haben. Ihr solltet gehen. Welche Bedeutung hat der Angezeitensamen? Alle Samen sind Versprechen, Festländerin. Ein Potenzial, das sich erst noch entfaltet. Dieser Samen war ein Geschenk des letzten Druidenkönigs, das dem Angezeitenzirkel vor unzähligen Jahren anvertraut wurde. Solange wir ihn bewachen, lebt der Traum von Kasurain weiter. Ich lasse nicht zu, dass Orleit ihn sich nimmt. Druidin Laurel hat mir erzählt, die Samen wären nur Symbole ohne wahre Macht. Kann man ein Kastell mit diesem Samen einreißen? Nein. Doch Symbole haben genau die Macht, die wir ihnen gewähren. Mit unserem Samen könnte der Feuersang den Traum von Kasurain auslöschen. Zeigt mir den Zauber oder das Schwert, mit dem man eine Idee ermorden kann. Danach unterhalten wir uns weiter. Was wird der Ahnengezeitenzirkel jetzt tun? Wir werden innerhalb dieser mächtigen Steinmauern unsere Kräfte sammeln und uns auf die kommende Schlacht vorbereiten. Meine Brüder und Schwestern sind verstreut, doch wir werden uns weder dem Feuersang noch seinen Meereselfenverbündeten beugen. Ja, und ich würde sagen, das klang ja so, weil er gesagt hat, dass die Pläne schmieden. Es klang so danach, dass da wieder ein neuer Themenbereich, sag ich mal, anfängt. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge im Kastell wieder und hören uns mal an, was Sir Stefan so für Pläne schmiedet. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.